Kleinere Mengen von Mörtel oder Beton kann man sehr gut mit so einem Farb- und Mörtelrührer anmischen. Und zwar habe ich den hier von der Firma Einhell. Was ich an dem Gerät sehr, sehr gut finde, ist, dass er erstens mal zwei Gänge hat, eins und zwei. Und zweitens hat er hier am linken Griff hat er so eine Geschwindigkeitsregulierung, eine elektronische. Da fange ich dann meistens bei 1 an. Und wenn der Mörtel dann mal fester ist oder jetzt hier der Beton, dann kann man auch auf 6 gehen. Hier auf der rechten Seite ist dieser An- und Ausknopf, der sich auch arretieren lässt. Und auch das Kabel ist ausreichend stabil und lang. Also wenn ihr eine kleine Menge Beton habt, kann ich euch den nur empfehlen.